Nothing this morning blows the quarterly results top of the list. Herzlich willkommen zum Börsenupdate aus den Potsdamer Platzarkaden in Berlin. Die Börsen weltweit haben die Nerven behalten, trotz Terror und Angst. Der DAX ist sogar über die Marke von 11.000 Punkten gegangen. In Krisenzeiten wird Gold normalerweise gerne gekauft, diesmal nicht. Der Goldpreis ist auf dem tiefsten Stand seit 2010, also vielleicht für Sie eine gute Chance, sich einen kleinen Barren, einen Ring oder eine Kette unter den Baum zu legen. Weihnachten rückt näher. Im Schnitt gibt jeder Deutsche 220 Euro für Geschenke aus. Sie müssen ja nicht alles auf den Kopf hauen. Wenn Sie noch etwas übrig haben, haben wir jetzt 5 exklusive Anlagetipps für Sie. Dafür frage ich nach bei Chris Oliver Schickentanz, Leiter der Investmentstrategie bei der Commerzbank. Sie bereiten gerade den Ausblick für 2016 vor. Sind da auch ein paar schöne Weihnachtstipps dabei? Ja, der erste und wichtigste Tipp ist, räumen Sie Ihr Anleiheportfolio auf, raus mit den Bundesanleihen, die sind hervorragend gelaufen, da kann man jetzt Gewinne mitnehmen, vielleicht in Weihnachtsgeschenke investieren oder wenn man investiert bleiben möchte an den Kapitalmärkten in Unternehmensanleihen mittlerer oder schwächerer Bonität oder US-Staatsanleihen. Und der zweite wichtige Tipp, an der Aktienanlage führt kein Weg vorbei. Wir gehen davon aus, dass wir ein sehr gutes Auftaktquartal 2016 sehen werden, insbesondere der DAX ist vor diesem Hintergrund interessant. Und welche Empfehlungen haben Sie für vorsichtige Anleger? Ja, für den konservativen Anleger sind offene Immobilienfonds ein Geschenk für den Weihnachtsbaum, denn die liefern 2,5 bis 3% Rendite, haben sehr geringe Wertschwankungen und sind zudem nicht abhängig von den Schwankungen an den Aktien- und Anleihemärkten. Und wenn man sich damit noch nicht wohlfühlt, vielleicht der ultimative Tipp, dann kann man doch das Weihnachtsgeld auch gerne in Geschenke investieren, denn das führt dann zu einem strahlenden Lächeln bei den Beschenkten. Ist das auch alles der richtige Weg jetzt in Terrorzeiten? Ich glaube, dass der Terror langfristig keine realwirtschaftlichen Auswirkungen hat. Und das ist ja eigentlich eine mutmachende Nachricht. Terror zwingt weder die Gesellschaft noch die Wirtschaft in die Knie. Von daher glaube ich, sollten wir uns, was die wirtschaftlichen Entscheidungen angeht, vom Terror nicht beeindrucken lassen. Und nehmen Sie sich auch meinen Tipp zu Herzen, wie ist es mit Gold unterm Baum? Nun, was meine Frau unter den Weihnachtsbaum bekommt, lasse ich mal dahingestellt. Die Überraschung werden wir erst am 24. Dezember lüften. Aber für die Vermögensanlage, das wäre natürlich der fünfte Tipp, 5% Gold sind immer passend. Dankeschön an Sie und danke für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche.